Herzlich willkommen im Gaming Room von Smack Boom und herzlich willkommen zu einem weiteren wunderschönen Monday Night Rock. Ja, und heute ist wirklich auch ein richtiger Montag. Ich hatte heute echt einen ultra anstrengenden Tag. Deshalb sind wir heute auch mal ein Stündchen später unterwegs als sonst. Aber ich wollte es mir nicht entgehen lassen, heute noch schön in den Abend reinzuschmökern mit einer weiteren Endzone. Ja, das ist schon die mittlerweile fünfte Ausgabe der Endzone. Und wir kommen endlich mal an Spiele heute dran, die bisher noch gar nicht so beleuchtet wurden oder zum Beispiel auch zum allerersten Mal wirklich gezeigt werden. Denn heute, so weiß ich, heute ist Diddy Kong Racing mit dabei. Hallo, Bust for Cap. Hi. Ja, schauen wir mal direkt rein. Geh mal rein in das Spektakel. Ich mache uns mal noch ein bisschen Musik an. Habe ich ganz vergessen. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. So. Was hier auch für mich ein bisschen leiser, damit es auch nicht so laut für mich ist. Ja, das ist die Endzone 1097, also die Oktoberausgabe. Die fünfte Ausgabe der Endzone, immer noch 3,90 €. Also sie haben den Preis nach fünf Ausgaben immer noch nicht erhöht. Das ist sehr, sehr lobenswert, muss man sagen. Also sie waren damals immer noch sehr, sehr günstig unterwegs. Und wir haben hier große Berichte drin. Und zwar GoldenEye 007 fällt mir da direkt ins Auge. Das ist ja so ein Spiel, bis vor kurzem durfte man noch gar nicht drüber sprechen. Und jetzt ist es nicht mehr auf dem Index. Ich habe gestern sogar tatsächlich damit gerechnet, dass auf dem Xbox Showcase das Spiel gezeigt wird. Dass es irgendwie für die Xbox veröffentlicht wird. Angeblich gab es ja schon Leaks mit Trophäen und sonstiges, dass das Spiel bald kommen sollte. Und es ist ja, bevor es deindiziert werden konnte mit der 25-Jahres-Frist, wurde schon vorher deindiziert, was daraus schließen lässt, dass es jemand eingereicht hat und wollte, dass es deindiziert wird. Und da haben viele geglaubt, dass es endlich rauskommt für den Game Pass und vielleicht auch für Nintendos Online-Dienste. Ist nicht passiert. Vielleicht auf der nächsten Nintendo Direct. Ich bin gespannt. Was haben wir noch hier drin? Wir haben hier Lamborghini 64. Hey, Yoshi's Story ist dabei. Jetzt auch endgültig mal mit dem Titel Yoshi's Story. Ja, war auch ein wenig enttäuscht, dass es nicht da war. Ich auch. Total. Hallo Engel Fortuna. Ja, also mich hat es wirklich enttäuscht. Ich hätte Bock drauf gehabt, dass das Spiel rauskommt. Ich hätte auch Bock drauf, wenn sie es total remaken würden. Mal so richtig, richtig schön. Aber das alte Spielprinzip auch trotzdem behalten und nicht irgendwie so einen reinen, extrem Baller-Shooter draus machen, sondern trotzdem noch schön so ein bisschen dieses Stealth-Gameplay drin hätten. Ach, GoldenEye war einfach ein tolles Spiel. Es lässt sich bloß heutzutage, finde ich, so ein bisschen sperrig steuern, weil man einfach von einem Shooter was anderes gewöhnt ist mittlerweile. Du bist es halt gewohnt, mit zwei Analog-Sticks zu spielen oder natürlich, die meisten werden drauf schwören, mit Maus und Tastatur. Und da ist es dann mit einem Stick und dem Steuerkreuz und den Tasten schon ein bisschen sperrig. So, was haben wir denn hier noch? F-Zero 64, Zelda 64, aktuelles zu den Top-Games. Die Musik ausgegangen? Nein, ne? Die ist noch an, oder? Ja. Hört sich so tierisch leise an gerade. Aber alles gut. Ja, gucken wir mal rein. Diddy Kong Racing, Weltpremiere fürs N64. Alles klar, dann wollen wir mal schauen, was der gute Hans Ippisch so ins Editorial schreibt. Weltpremiere in der Endzone. Wir präsentieren euch als eines der ersten Printmagazine einen umfangreichen Bericht zu Rares Geheimprojekt Diddy Kong Racing, das auf der IFA erstmals vorgestellt wurde. Dort hatten wir auch die Gelegenheit, die Konami-Hits Olympic Winter Games 98 und GASP sowie den Titus Renner Lamborghini 64 auszuprobieren. Neben den lange erwarteten Tests der PAL-Version für eine F1 Pole Position 64 und MRC stehen mit Goemon GoldenEye 007 und Tetris 4 auch drei brandaktuelle Import-Hits auf dem Teststand. Schnallt euch also an und genießt diese Ausgabe. Ich glaube, so ist man damals der ganzen Initiierungsgeschichte so ein bisschen umhergegangen, indem man einen Import-Test mit GoldenEye gemacht hat. Es ist glaube ich, oder? Nee, es ist auch, glaube ich, nie wirklich offiziell in Deutschland erschienen. Ich meine, ich hatte tatsächlich auch einen Import aus Österreich damals. Bin mir auch nicht so ganz sicher. Ja, genau. Oh, das erwartet uns ja hier auch noch. Laras Wahrheit. Exklusivinterview mit Core Design. Das wurde ja in der letzten Ausgabe so ein bisschen angeteased, dass Tomb Raider, was sie ja immer wieder berichten, kommen soll fürs N64, vielleicht doch nicht kommen könnte. Aber die ganze Wahrheit würden wir erst in dieser Ausgabe erfahren. Na dann. Jetzt haben wir noch live aus Berlin. Herr Mario Kart Meister, London Calling, Bericht von der Acts 97. Ach, diese Londoner Videospielmesse, die Acts, die gab es ja früher auch noch. Die war dann immer ganz knapp nach oder vor der E3. Die gibt es auch schon ewig nicht mehr.
angespielt. Diddy Kong Racing, F-Zero 64, Yoshi's Story, Zelda 64. Klingt ja erstmal nach einer dicken Ausgabe, oder? Tests sind leider nur zwei Tests für den deutschsprachigen Bereich drin. F1 Pole Position 64 und MRC, also zwei Rennspiele. Aber es sind auch noch die Import-Tests dabei. Alles klar, gut. Dann gehen wir mal komplett rein in die Japan-News. Die Verkaufszahlen aus dem ersten Halbjahr. Oh, das ist doch recht interessant. Das wöchentlich erscheinende japanische Branchenmagazin Famitsu lieferte mit einer ziemlich ernstzunehmenden Aufstellung bezüglich der Verkaufszahlen des ersten Halbjahres eine Reihe aufschlussreicher Daten. Das meistverkaufte Spiel der gesamten Videospielbranche war demnach das PS1-Spiel. Man sagt PS1, da steht nur PS-Spiel. Aber es ist sofort im Kopf PlayStation 1. Es ist sowieso immer im Kopf, PlayStation gleichzusetzen sofort mit einer Zahl am Ende, oder? Also bei mir ist es richtig drin. Also das PlayStation-Spiel Final Fantasy VII mit 3.199.408 Einheiten. Auf Rang 2 liegt Pocket Monster für den Game Boy. Ah, das ist ja witzig, da nennen sie es noch Pocket Monster. Das erste Nintendo 64-Spiel liegt auf Rang 12, Mario Kart 64, von dem 319.036 Einheiten abgesetzt werden konnten. Man muss hier allerdings bedenken, dass von diesem Game bereits 1996 462.608 Einheiten verkauft wurden, während Final Fantasy VII erst 97 erschien. Ja, aber es hat ja trotzdem noch ein paar Millionchen mehr draufgepackt. Auf Platz 20 folgt Star Fox 64 mit 238.517 Stück und auf Rang 36 Powerful Pro Baseball. Aha. Erstaunlich ist, dass von J-League Perfect Striker gerade einmal 63.823 Stück abgesetzt wurden, während das deutsche Pendant International Superstar Soccer 64 schon über 80.000 Mal über die Ladentische ging. Ja, okay, gut. Die Deutschen und ihre Fußballspiele. Da ist das nun mal so. Die Shoshinkai-Naht. Ach, die Shoshinkai, das ist auch noch so ein Ding. Ey, wie viele Messen es früher gab. Früher gab es einfach so dermaßen viele Videospielmessen. Das ist auch sowas, was so richtig ausgestorben ist. Dies Jahr nicht mal eine E3. Shaker Pack, der Rumble Pack Clone. Aha. Von Exony. Was ist das hier für ein Beat'em'up hier oben? Iryu no Ken Twin. Geht das wieder über beide Seiten? Ja, geht über beide Seiten. Mit wunderschön aussehenden Polygonkämpfern orientieren sich in ihrem Aussehen an populären Automatenvorbildern. Aha. Spielspaß von Ocean, Vetrix und Space Circus. Was ist das denn hier? Klassiker Revival dank 64-Bit hier auf der Newsseite für Super Nintendo. Betrachtet man die Super Nintendo Charts der vergangenen Monate, dann fällt eines ganz deutlich auf. Sobald eine Spielfortsetzung für das Nintendo 64 kommt, steigt auch der jeweilige Super NES-Vorgänger wieder in den Charts ein. Ja, okay. Den Auftakt machte beispielsweise Super Star Wars, das spielerisch zwar nichts mit Shadow of the Empire zu tun hat, aber die bekannte Krieg der Sterne-Serie in guter Art und Weise repräsentiert. Ach, da hat man es noch Krieg der Sterne genannt. Das war noch Zeiten. 97. In dem Jahr müssten die Special Editions rausgekommen sein, meine ich, für Krieg der Sterne. Das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Special Editions sogar auch noch mit dem Intro Krieg der Sterne in Deutschland rausgekommen sind und dass Star Wars sich erst durchgesetzt hat mit Episode 1.99. Weiter ging es kürzlich mit International Superstar Soccer 64 Deluxe und Super Mario Kart, die aufgrund der TV-Kampagnen von International Superstar Soccer 64 und Mario Kart 64 die Rückkehr in die Regale schafften. Weiterer Kandidat für die Zukunft ist beispielsweise Yoshi's Island, das sich optisch und spielerisch noch nicht einmal so sehr von dem derzeit als Yoshi's Story bekannten N64-Sequel unterscheidet. Ich glaube, da geht nicht jeder konform mit. Gleiches gilt für das Rennspektakel F-Zero, das noch heute als technisch herausragend gilt, obwohl es eines der ersten Super-NES-Spiele war. Wir halten euch über entsprechende Wiederveröffentlichungen in diversen Klassikreihen auch künftig auf den Laufenden. Nun gut, alles klar. Was haben wir noch hier auf dem amerikanischen Markt? Ja, ey, da ist damals das N64, ist in Amerika richtig gut gestartet zu Beginn. Eigentlich hatte Nintendo schon letzten Monat ausgiebig Grund zu feiern, denn in weniger als einem Jahr zog man an der mit großem Zeitvorsprung gestarteten PlayStation vorbei und besetzte mit 2,6 Millionen Einheiten die Führungsposition. Darf man den Analysten der Finanzexperten von Wedbush Morgan Securities allerdings glauben, dann wird Nintendo 1998 sogar doppelt so viele Einheiten wie 97 verkaufen. Das würde bedeuten, dass im nächsten Jahr unglaubliche 10 Millionen N64 über die Ladentische wandern, womit das Nintendo 64 an die legendäre Erfolge des NES anknüpfen könnte. Tja, passiert nicht. Passiert nicht. Oh, hier ist noch Conker's Quest. Noch nicht Conker's Bad Fur Day.
Conker's Quest, das in Europa noch einen anderen Namen bekommen wird, verschiebt sich bis März oder April. Ja, ich glaube, es verschiebt sich sogar noch wesentlich weiter. Aufgrund von DKR, Donkey Kong... Was meine ich mit dem R? Was ist denn DKR? Ist das hier irgendwo im Text drin? Ach, Diddy Kong Racing, okay. Aufgrund von Diddy Kong Racing verschiebt sich Rares Banjo-Kazooie auf Anfang 98. Es wird vielleicht in Banjo's Adventure umbenannt. Nein, wird's nicht. Ja, und hier auf der rechten Seite haben wir das, was Buzz for Cap, glaube ich, schon vor 2 Wochen erzählt hat. Hier geht's um die Nesty Zone. Um das Spiel Nesty Zone. Konkurrenz bezieht Infos aus der N-Zone. Dass sich N-Zone innerhalb kürzester Zeit zu einer der meistgelesenen Videospielfachzeitschriften entwickeln konnte, freut uns enorm. Besonders stolz sind wir allerdings darauf, dass auch Mitbewerber einen regelmäßigen Blick in unser Magazin werfen und ihre Informationen direkt daraus beziehen. Um diese Vermutung bestätigen zu können, versteckten wir genauso wie Straßenkartenhersteller, die in ihren hart erarbeiteten Stadtplänen nicht existierende Straßen unterbringen, einen von uns frei erfundenen Titel namens Nesty Zone in unserem beliebten Spielelexikon. Siehe da, wenige Wochen später führte das Hamburger Magazin Total dieses Spiel auch schon als kommendes Beat'em-up-Game im Rahmen ihres Dark Rift Tests auf, womit sie sofort in unsere Falle getappt waren. Nesty Zone steht nämlich für nichts anderes als für N-Zone und der Entwicklertitel HAIP ist eine Abkürzung für den Namen unseres Redakteurs Hans Ippisch, der unter diesem Namen in den 80ern eigene Spieleentwicklung veröffentlichte. Der Hansi hat Spiele entwickelt? Okay, das war mir noch gar nicht bekannt. Der krönende Höhepunkt, während alle anderen unbestätigten Entwicklungen als Release-Datum 1998 oder Fragezeichen aufweisen, sollte Nesty Zone am exakt 17.04.98 erscheinen. An diesem Tag wird der N-Zone-Redakteur seinen 28. Geburtstag feiern. Davon abgesehen, dass dieser Titel unter der Rubrik unbestätigte Entwicklung auftauchte, wo auch das definitiv nicht geplante Tomb Raider 64 drinsteht, arbeiten die Kollegen offensichtlich nicht nach ähnlich strengen Grundsätzen wie wir, nachdem wir nur von uns selbst überprüfte Fakten zum Abdruck freigeben. Wobei der Titel Nesty Zone selbstverständlich eine einmalige Ausnahme darstellte. Das stimmt nicht ganz, es stand 2-mal drin, nicht nur einmal. Aber trotzdem, krasse Nummer. Ja, hier unten ist dann der Teil aus der Total am 5.9.97. Tja, nicht schlecht. Da haben wir es hier mit Plagiaten zu tun. Unglaublich. Konami dreht auf. Hybrid Heaven und Co. Das Action-Adventure Hybrid Heaven wird im Frühling nächsten Jahres erscheinen. Konami hat den Vertrieb von WCW vs. NWO übernommen, das im ersten Quartal 98 erscheinen soll. Ach krass, das wusste ich gar nicht mehr. Die Wrestling-Spiele der WCW sind unter dem Konami-Banner erschienen? Also ich weiß halt, dass dafür auch noch damals, ich glaube Aki hießen die, Aki Soft, die Spiele entwickelt hat, aber ich wusste nicht, dass die von Konami herausgebracht wurden. Ich meine, gut, es macht Sinn, die Lizenz war ja zu dem Zeitpunkt bei der WWF noch von Acclaim. Aber ich hätte gedacht, dass die WCW-Spiele dann auch schon von THQ waren. Aber scheint nicht der Fall zu sein. Gibt es auch erste Berichte hier über den Game Boy Pocket. Steht da denn auch dann was zu Pocket Monster mit drin? In Japan und USA bereits seit längerem erhältlichen Farbausgaben des Game Boy Pocket werden im Herbst auch in Deutschland erscheinen. Das Erfreuliche ist, dass im Vergleich zu dem 119 D-Mark teuren Original mit silbernem Gehäuse die schwarzen, blauen, roten, grünen und transparenten Neuauflagen sogar 10 Mark günstiger werden. Ansonsten gibt es allerdings keine Unterschiede. Das heißt, Game Boy Spiele jeglicher Art laufen auch auf den neuen Ausgaben. Ich hatte nie einen Game Boy Pocket, ich hatte einen ganz normalen Game Boy früher und dann hatte ich später auch nochmal den normalen Game Boy, aber in durchsichtig. Den gab es ja dann auch mal eine Zeit lang in verschiedenen Farben, bevor die Pocket-Varianten rauskamen. Und dann später hatte ich noch einen Game Boy Color. Das war auch schon zu einer Zeit, irgendwie habe ich da gar nicht mehr wirklich Game Boy gespielt, als ich den Game Boy Color hatte. Nintendos Weihnachts-Line-Up nach Blast Corps, das am 1. September endlich erscheinen soll, folgt am 4. Oktober Lilith Wars. Im November steht mit Mii Chief Makers am 1.11. und Diddy Kong Racing am 15.11.97 zwei weitere Titel an, bevor Bomberman 64 am 1. Dezember das Weihnachtsangebot beschließt. Es ist übrigens gut möglich, dass hier noch der ein oder andere Titel dazukommt. Ist aber krass, wie lange Diddy Kong Racing dann geheim war und dann kommt es so kurzfristig raus. Hatte auch einen transparenten Gameboy. Auch den normalen Gameboy oder die transparente Pocket-Variante? Oder ich weiß gar nicht, ob es bei einem Pocket unbedingt einen transparenten gab. Ja, das Schlimme ist, ich habe den durchsichtigen Gameboy tatsächlich im Bus liegen lassen. Mit meinem Link's Awakening damals drin. Ja, nie wiederbekommen. Mein uralter Gameboy, mein richtiger uralter Gameboy, der ist immer noch eine Benutzung meines Vaters. Der spielt da drauf seit über 30 Jahren Tetris. Live aus Berlin.
Alle 2 Jahre bietet sich auf dem Berliner Messegelände das gleiche Schauspiel. Hunderttausende von Leuten strömen während der internationalen Funkausstellung zu den 500 Ausstellern aus der ganzen Welt und bewundern die neuesten Produkte aus dem Bereich Unterhaltungselektronik. Wir waren natürlich auch zugegen und verfolgten beispielsweise die Finalkämpfe der deutschen Mario Kart Meisterschaft. Ja, die IFA. Ich glaube, von der internationalen Funkausstellung, gibt es die heute eigentlich noch? Also wenn, wird darüber nicht mehr berichtet oder zumindest treten da keine Videospielfirmen mehr auf. Ja, ich habe den Gameboy neben meiner Altherrenmütze liegen lassen, aber ich habe leider keinen neuen Gameboy gekriegt. Wie viele soll ich da eigentlich noch liegen lassen? Gott, was hier oben? Raphael Vogt, der Darsteller von Nico A. Weimershaus aus der RTL Soap Opera Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, schrieb fleißig Autogramme. Aha, na dann, er sagt mir nix. Oh, hier unten wurde Forsaken gezeigt. Fand ich damals auch sehr interessant, das Spiel. Und dann gibt's noch was von der Acts 97, London Calling, Maze, The Dark Age, okay, San Francisco Rush und Chameleon Twist haben wir noch. Nun gut, okay, Laras Wahrheit, da bin ich ja mal gespannt. Kaum ein anderes Spiel steht häufiger an der Spitze diverser Most Wanted Listen als Tomb Raider 64. Ob Segas ehemaliger Verbündeter Core Design jedoch wirklich an einem Lara Croft Spiel für das Nintendo 64 arbeitet, fanden wir beim Besuch im englischen Derby heraus. Uns Core-Chef Jeremy Smith Rede und Antwort stand. So, was sagt er denn dazu? Bislang kannte man Core Design ja hauptsächlich als fleißigen Sega-Entwickler. Wie kam es denn nun zur Zusammenarbeit mit Nintendo? Wurden sie angesprochen? Okay, nein, wir fuhren zu Nintendo nach Seattle und ich muss sagen, dass Nintendos Leute brillant waren. Sie waren hilfreich, erlaubten uns, das zu tun, was wir immer tun wollten. Sie waren daran interessiert, dass wir für das Nintendo 64 entwickeln und wir glauben, dass es ein großartiges System ist. Wir haben Development-Kits, mit denen wir rumspielen. Unsere Entwickler sind der Ansicht, dass es eine tolle Maschine ist. Was wir allerdings darauf machen, steht noch nicht fest, wenn wir überhaupt etwas machen. Ich könnte mich nicht erinnern, dass von Core Design irgendetwas auf dem Nintendo 64 erschienen ist. Beim Core Design gehörte ja dann auch zu Eidos Interactive und wurde ja später dann von Square Enix aufgekauft oder Square Enix. Aha. Okay. Also wird's wohl nichts mit Tomb Raider. Glauben Sie, dass Nintendo wegen Tomb Raider so freundlich zu Ihnen war? Denn normal ist es ja sehr schwierig, in den Nintendo-Kreis aufgenommen zu werden. Klar, es war nur wegen Tomb Raider. Es ist wirklich nicht einfach, von Nintendo akzeptiert zu werden. Besonders mit der Geschichte von Core Design im Hintergrund. Wir waren ja immer sehr eng mit Sega verbandelt. Ja, gut. Sega macht ja da bald auch nicht mehr viel. Ich meine, der Saturn ist noch draußen, wird aber schon 97 auch nur noch schwierig unterstützt. Wobei ja das erste Tomb Raider ja erst ganz zu Beginn für den Sega Saturn erschienen ist, bevor es auf die PlayStation kam und bevor es auf den PC kam. Ja, haben nichts fürs N64 gebracht, ja. Ich wüsste es nämlich auch nicht. Zu dem Zeitpunkt haben die nämlich nichts anderes gemacht eigentlich außer Tomb Raider. Und haben die nicht noch das von den Legacy of Kain von Core Design? Ah, okay. Ja, hat sich dann für die Endzone doch gar nicht gelohnt im Endeffekt, dass sie überhaupt da hingefahren sind. Aber gut. Zelda 64. Shigeru Miyamoto lüftete kürzlich im Interview mit der japanischen Nintendo-Zeitschrift Famimaga 64 einige Geheimnisse zu seinem derzeit wohl wichtigsten Projekt. Wir sagen euch, was die Schauspielerin Yuki Nae dank ihres Charmes aus ihm herauskitzeln konnte. Lesen wir uns mal erstmal die Beurteilung durch. Das mittlerweile 256 Mbit starke Zelda 64-Modul überrascht mit vielen Neuerungen und spielerischen Details, die auf eine neue Spielära hoffen lassen. Ja, nicht, das stimmt. Also da konntet ihr drauf hoffen und die wird auch erreicht. Beim Design ließ sich Shigeru Miyamoto von europäischen Burgen und Schlössern inspirieren, die er zusammen mit Hans-Jürgen Kors von Nintendo of Europe besuchte. Die Gespräche selbst verlaufen definitiv ohne Sprachausgabe, wobei Link generell stumm sein wird. Die Story wird jedoch erzählt. Ja, das ist ja fast heute immer noch so. Bis zur Endversion soll das Aussehen von Link noch etwas freundlicher gestaltet werden. Ja, das Gesicht hier sieht ein bisschen komisch aus, ne? Ich meine, es ist sowieso ein sehr verpixeltes, schwammiges Bild, aber das Gesicht sieht irgendwie komisch aus. Er sieht aus wie Pinocchio. Mit so Holzaugen und hölzernem Gesicht. Auf diesem Pferd wird Link sogar reiten können. Ach, das Pferd heißt noch nicht Epona dann. Also der Name wurde noch nicht bekannt gewesen. Die normalerweise weiße Fee, die über Link schwebt, hat sich rot verfärbt, was bedeutet, dass es sich bei Bau um einen gefährlichen Gegner handelt. Link springt nur, wenn es wirklich notwendig ist oder cool aussieht. Aha, er springt also nur, wenn es cool aussieht. Nun denn. Komm, wir lesen es mal ganz. Das japanische Magazin in vielen Dingen
Dass japanische Magazine in vielen Dingen äußerst ungewöhnlich sind, beweist die Tatsache, dass man die Schauspielerin Yuki Ne zu einem Interview mit Miyamoto-san verpflichtete. Hierzulande wäre dies völlig undenkbar, vor allem auch deswegen, weil ihr die Erfahrung mit Videospielen fehlt. Aufgrund ihres unwiderstehlichen Charmes schaffte sie es jedoch trotzdem, dem Mario-Erfinder einige Geheimnisse zu entlocken. Wusstet ihr eigentlich schon, dass Link deswegen so heißt, weil Shigeru Miyamoto eine Figur suchte, welche die drei Triforces storymäßig verbindet? Da man so ein Element unter Programmierern als Link bezeichnet, lag eben dieser Name nahe. Der Name der Prinzessin Zelda hingegen hat keine nähere Bedeutung, entstand während der Zusammenarbeit mit dem Songwriter Shima. Die beiden Hauptdarsteller befinden sich natürlich nicht alleine in der recht europäisch designten Welt von Hyrule. Shigeru Miyamoto ließ sich während einer Europa-Rundreise inspirieren. Außer den diesmal verzauberten Einwohnern der Dörfer gibt es natürlich eine Reihe von unterschiedlichen Gegnern, die man mit Hilfe der Fee besiegen kann. Dieser über Link schwebende Schutzengel, den Mitglieder des Stammes Populi an einem speziellen Baum als Begleiterin bekommen, teilt einem beispielsweise per Farbveränderung mit, ob es sich um böse oder gute Charaktere handelt. Populi, das wird ja auch noch geändert. Das ist ja das Kokiri-Dorf, oder? Die heißen die nicht Kokiris? Populi heißen die auf jeden Fall nicht. Oder, nee, Kakariko ist das nicht. Kakariko ist dann eine menschliche Stadt, oder? Bin mir gerade nicht so ganz sicher. Neben den bereits vorgestellten Waffen, kurzes Schwert, langes Schwert, Pfeil und Bogen, Granaten, bekommt Link diesmal auch sogenannte Heavy Boots und ein Pferd, mit dem er durch die Welt reiten kann. Sollte er Zaubersprüche einsetzen, dann werden diese wie in einem Film gezeigt. Der etwa 15-jährige Hauptdarsteller, dessen Gesicht übrigens eine lebendige Mimik erhält, wird nicht wie Mario ständig durch die Gegend springen, sondern nur dann hüpfen, wenn es dringend notwendig ist oder gut aussieht. Zum Abschluss verriet Meister Miyamoto noch, dass man beim 64DD die Namen der Gegner selbst bestimmen kann. Außerdem wird es wesentlich mehr Sprachausgabe geben, wobei schon die Modulvariante alles andere als schweigsam ist. Ja, vieles davon wird nicht eintreffen. Kokiri, ja. Er kriegt ein Pferd mit F, ja. Ein Pferd. Ich stehe nur auf, wenn es cool aussieht, deshalb sitze ich meistens, ja. Das stimmt, und morgen isst du im Stream, richtig? Diddy Kong Racing, da ist es. Wurden brandneue Nintendo-Spiele bislang nur in Japan oder in den USA erstmals vorgestellt, so kamen diesmal die deutschen Videospielfans während der IFA in den Genuss einer Weltpremiere. Rares Geheimprojekt Diddy Kong Racing stand nämlich in einer beinahe fertigen Version zum Probespiel bereit. Krass, dass man das da bekannt gegeben hat. Ich finde es auch immer noch krass, wenn man drüber nachdenkt, dass das Spiel dann tatsächlich 2 Monate später schon erschienen ist. Also wenn es dabei geblieben ist. Ich kann mich nicht mehr ganz genau dran erinnern. Aber ich meine tatsächlich auch, dass es schon sehr früh nach Mario Kart herauskam. Auch komisch, dass Nintendo nie wieder ein solches Spiel so in dieser Art und Weise hat in Auftrag gegeben. Ich meine, klar, Rare war dann nach der GameCube-Zeit weg oder schon während der GameCube-Zeit. Aber dass man nicht zum Beispiel Elemente aus dem Spiel in Mario Kart eingebracht hat, wundert mich tatsächlich. Also dieser Adventure-Mode, der in diesem Spiel drin ist. Du hast ja so einen richtigen Story-Modus hier drin, der übrigens gegen Whispick übelst schwer war. Aber das hat man nie wieder benutzt. 21. November 97, richtig heftig. Also das ging wirklich flott. Diddy Kong Racing ist mehr als ein Mario Kart-Klon. Es ist eine faszinierende Mischung aus Rennspiel und Adventure mit beeindruckender Technik und tollem 4-Spieler-Modus. Ja. Und da hat man noch einen Conker, der noch richtig süß ist. Das ist noch der Conker, so wird er nicht sein. Der hat noch kein Bier getrunken. Der würde doch ohne Alk gar nicht auf so ein Hoverboard hier drauf gehen. Das Backenhörnchen Conker bekommt derzeit ebenfalls ein eigenes Spiel von Rare, das den Arbeitstitel Conker's Quest trägt. Ja, ich habe tatsächlich früher, als ich das gespielt habe, habe ich sehr gerne Conker genommen. Und Diddy. Ich habe sowieso immer so ein Hauptfiguren-Fable. Das ist genauso wie bei Mario Kart und Co., wo ich meistens immer Mario nehme. Aber fand hier Conker ganz cool. Der hat mir damals gefallen. Da war er auch noch jung und unschuldig. Olympic Winter Games. Konami sprengt alle Modulrestriktionen und packt 12 spannende Wintersportdisziplinen in bester Hyper-Olympics-Manier auf ein N64-Modul. Der potenzielle Mega-Hit für 98. Tip-Tap hast du genommen? Wer war denn Tip-Tap? Ist Tip-Tap später der Tiger hier? Tip-Tap. Muss ich tatsächlich mal jetzt mal auf einem anderen Bildschirm gucken, wer denn Tip-Tap bei Diddy Kong Racing war.
Komm, ich zeige euch das mal kurz. Das hier ist Tipptapp. Ja, den habe ich auch häufig genommen früher. Den fand ich auch ganz niedlich. Ja. Conker guckt bei Diddy Kong Racing doch nur so süß, weil er da schon stockbesoffen ist. Ja, ich vermute, da könntest du recht haben. Da könntest du tatsächlich recht haben. So, GASP. Mit brillanter 3D-Grafik in Automatenqualität, innovativen Spielansätzen und umfangreicher Kämpfergarde möchte Konami das Beat'n'Up-Genre auf dem N64 salonfähig machen. Ja, hat nicht geklappt. Also irgendwie ist aus dem N64 nicht so eine richtige Beat'em-Up-Konsole geworden. Da hat man diesen Sprung von der 2D zur 3D-Konsole, also vom Super Nintendo zum N64 im Fighting-Game-Genre. Hier wird es Beat'em-Up genannt. Das ist auch so eine Krankheit aus deutschen Medienberichten früher. Also ein Fighting-Game, vernünftiges auf dem N64. Also ich habe keins gespielt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich auf dem N64 überhaupt irgendein Fighting-Game gespielt habe. Tatsächlich gar nicht. Also ich weiß, dass es Mortal Kombat auch auf dem N64 gab. Und es gab eine Killer Instinct-Version auf dem N64, habe ich alles nie gespielt. Also wirklich so mein... Fighting Games habe ich dann tatsächlich lieber auf der PlayStation gespielt mit Tekken. Vor allem Tekken 2 und 3 habe ich super gern gespielt. Und oder Battle Arena Toshinden haben wir auch sehr häufig gespielt. Lamborghini 64, das hat ein Gut bekommen, oh Gott. Ich dachte, die wären so kritisch bei der Endzone. Die neueste Version von Lamborghini 64 überzeugt mit einer für ein Autorennspiel augenblicklich konkurrenzlos guten Grafik, flinken 4-Spieler-Modus und umfangreichen Spieloptionen. Ja, ist auf jeden Fall nicht der Renner geworden. Gucken, was gab es denn so bei Games Island? Wie viel wollten die für ein Joypad haben? Das ist auch noch so ein Ding, ne? Früher in den 90ern hat man zu Controller meistens Joypad gesagt. Haben wir auch mal gesagt. 55 D-Mark. Kann man ganz schlecht lesen. Das Graue kostet eine Mark weniger. 54, oder? Und das kostet 55 dann danach. Ich hatte früher ein graues und ein schwarzes. Aber die Preise sind auch nicht wirklich runtergegangen. Außer hier bei Blast Corps. Das ist scheinbar umsonst. Also konnte man sich einfach so bestellen. Blast Corps hat man dann wohl hinterhergeworfen bekommen. Nee, keine Ahnung wieso, aber da steht tatsächlich kein Preis bei. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute früher hier angerufen haben, bei Games Island und gefragt haben, ob sie nur Porto zahlen müssen für Blast Corps. 10 Euro Pauschal haben die genommen. Ab 250 Mark versandkostenfrei. Ja, das waren ja nur 2,5 Spiele. Yoshi's Story. Einschätzung super. Auch dabei wird es nicht bleiben. Die neuesten Bilder von Yoshi's Story zeigen, dass auch mit der Modultechnik grafisch vielfältige Jump'n'Run-Abenteuer möglich sind. Ja, eins muss man denen ja lassen. Also die ganzen Yoshi-Spiele, egal ob jetzt Yoshi's Story, also alles, was nach Yoshi's Island kam, egal ob Yoshi's Story, Yoshi's Woolly World, Yoshi's Crafted World, ich glaube, so heißt es. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie heißt es? Yoshi's... Wann ist Yoshi für die Switch rausgekommen? Doch, tatsächlich. Yoshi's Crafted World heißt es. Da ist es. Ja. Egal welches von diesen Spielen. Grafisch sahen die immer gut aus. Also grafisch waren die immer cool. Die haben auch immer grafisch schön was gemacht, ob es jetzt Wolle war oder jetzt dieser Bastel-Look oder hier bei Yoshi's Story dieser Knetfiguren-Look oder natürlich bei Yoshi's Island diese Kreidemalereien, aber spielerisch ist da nie wieder eins an Yoshi's Island rangekommen, nicht im Entferntesten. Die waren alle immer viel zu einfach. Das ist immer so schade, weil ich Yoshi's Island so gerne auf dem Super Nintendo gespielt habe. Und dann war ich ganz wahnsinnig verrückt nach Yoshi's Story und war so irre enttäuscht damals. Es hat wirklich keinen Spaß gemacht. Also es hat schon Spaß gemacht, aber nicht bei weitem nicht den mir der Vorgänger gebracht hat. F-Zero 64 mit rasanter Geschwindigkeit und ohne Texturen. Großem Blickfeld und unschlagbarem 4-Spieler-Modus konnte F-Zero 64 zu einem Rennspiel-Hit des nächsten Jahres werden. Ich bin gespannt, ob die irgendwas dazu sagen, dass es grafisch ganz stark runtergedrosselt wurde,
damit die 60 Frames gehalten werden. In unserem ausführlichen Bericht in der Ausgabe 897 lieferten wir zwar bereits eine ganze Reihe an Infos und Bildern zum Nachfolger des Super NES Klassikers F-Zero, eine ganz wichtige Frage blieb jedoch noch offen, und zwar die nach der Anzahl der möglichen Spieler. Nun wissen wir es endlich, dass es definitiv auch einen Vier-Spieler-Modus geben wird, in dem man allerdings ohne jegliche Computerkonkurrenz über die wohl 20 verschiedenen Pisten düst. Auch das hat einen technischen Hintergrund, damit die Frames gehalten werden konnten. Im Gegensatz zu Extreme G wird man wahrscheinlich auch keine Waffen einsetzen dürfen, mit denen man schwache Fahrtalente ausgleichen könnte. Ist ja bei F-Zero nie so, da wurden ja nie Waffen eingesetzt. Was anhand der neuesten Version ebenfalls deutlich wird, ist die hohe technische Qualität. Die Grafik scrollt zu einem ultra flüssig über den Screen, und zum anderen erlaubt sie auch einen Blick auf sehr weit entfernte Stellen, da diese nicht im obligatorischen Nebel versinken. Ja. Yoshi's Woolly World mochte ich von den späteren Yoshi-Games mit am liebsten, ich auch. Das fand ich auch besser als das Neue für die Switch. Also Yoshi's Woolly World auf der Wii U fand ich auch ganz nett. Das hat mir im Koop auch ganz gut Spaß gemacht. Das habe ich komplett durchgespielt im Zwei-Spieler-Modus. So, das Spiele-Lexikon. Da dürfte die NES-Design ja jetzt gar nicht mehr drin sein. Was haben wir denn, was erscheint denn hier so demnächst? Bomberman 64. Soll am 1.12. erscheinen, Diddy Kong Racing. Hier wird noch der 15.11. angegeben. Tatsächlich ist es dann scheinbar am 21. November erschienen. Mischief Makers werden wir ja gleich dann auch sehen, was von Enix entwickelt wurde. Haben wir hier noch irgendwas Spannendes drin? Was wir noch gar nicht hervorheben konnten bisher? Ne. Also die Nesty Zone ist hier verschwunden. Metroid 64 steht hier drin, ja. Ja, also da wird es auch bei einer unbestätigten Entwicklung bleiben. Das wird nicht kommen. Resident Evil übrigens auch nicht, aber Resident Evil 2 kommt noch fürs N64. Ist ja auch ein eher seltenes Modul. Ich habe es nie auf dem N64 gespielt, aber die Version soll eigentlich ganz gut sein. 11-Bit Extreme G. Ist auch schön, dass die einfach immer so die Seiten damit so ein paar Bildern und einem Satz drunter mal vollgepflastert haben. Hier Mission Impossible. Das ist doch, dann mit dem Bild kannst du doch nicht angeben, mit dem Klotzkopf hier. Quest 64 haben wir da noch da oben. Unten ist Yoshi's Story. Ja, nur über einen Port. Da wird auch GoldenEye 007 genannt. Das werden wir gleich bestimmt hier auch sehen. So, die Lesercharts. Mario Kart 64 ist weiterhin Nummer 1. Wow, International Superstar Soccer ist wieder richtig ordentlich gestiegen. Wir auf dem zweiten Platz. Turok Dinosaur Hunter ist auch nach vorne gekommen. Blast Corps nach vorne. Super Mario 64 vom zweiten auf den siebten Platz. Ich finde diese Schwankungen in diesen Lesercharts total heftig. Und fast schon sehr unverständlich. Bestseller Blast Corps. Also es hat sich auf jeden Fall dann schon mal in Deutschland gut verkauft. Ich meine, ja klar, wenn pro Monat nur ein Spiel rausgekommen ist, ist ja fast klar, dass das neue Spiel das bestverkaufteste ist. Und in Amerika ist GoldenEye auf die Pole Position eingestiegen. So, was haben wir denn hier? Bei dem Most Wanted, Extreme G immer noch auf 1, Zelda 64 auf 2, Lilith Wars nur noch auf 3, müsste ja jetzt auch bald kommen. GoldenEye 007, ja, da könnt ihr in Deutschland lange drauf warten. Und Banjo und Kazooie. So, der erste Test F1 Pole Position. Dieses Spiel hatte ich früher, habe ich ja jetzt schon ein paar Mal erzählt in den letzten Wochen, weil ja immer mal wieder so ein kleiner Bericht zumindest darüber da war. Ich mochte es ganz gern, aber es war nicht so gut. Ich habe es ja auch schon ein paar Mal gesagt, es kam nicht ansatzweise an die PlayStation Formel 1 Spiele ran. Ja, hier hat es eine 76 bekommen, ein empfehlenswertes Formel 1 Spiel mit guter Technik und hohem Langzeitspielspaß. Also mir hat es auch Spaß gemacht, aber trotzdem bin ich dann immer doch auf den 32-Bitter übergegangen. MRC hat nur eine 69 bekommen. MRC kann zwar gefallen, die Konkurrenz macht aber schon jetzt einen besseren Eindruck. Nennen die denn auch die Konkurrenz da drin? Unten in der Meinung nicht zumindest. Naja. Das Gomon. Ist das tatsächlich auch in Deutschland erschienen? Das ist ein Importtest, okay. Aber ist es noch in Deutschland dann auch rausgekommen? Ich kann mich nur erinnern, dass die Mystical Ninja Sachen so auf dem Super Nintendo erschienen sind. Aber ich könnte mich nicht erinnern, dass die auch hier fürs N64 herauskamen. Es hat immerhin 83% bekommen. Ich glaube, danach war die Reihe auch so ziemlich tot. Also ich wüsste nicht, dass noch groß irgendwie Mystical Ninja Spiele erschienen sind.
Goemon ist der erhoffte Action-Adventure-Hit für das Nintendo 64. Wunderschöne Optiken, komplexe Welten und abwechslungsreiches Gameplay garantieren wochenlangen Spielspaß. Würden wir die zahlreichen japanischen Dialoge verstehen, wäre durchaus eine höhere Gesamtwertung drin. Ja, cool. Wir haben es abgewertet, weil wir die Sprache nicht verstehen. Was ist das denn? Dann setzen wir noch jemanden da dran an das Spiel, der das kann. Finde ich, ist eine komische Art für einen Test, oder? Ich würde ihm ja mehr Punkte geben, aber ich muss ja jetzt was abziehen. Ich verstehe die Sprache ja nicht. Und kann das Spiel ja nichts für. Dann darfst du es nicht bewerten, halt, wenn du es nicht vernünftig spielen kannst, weil du nichts verstehst. So, GoldenEye 007. Wer von Spielen zu Kinohits nicht viel hält, wird von der technisch perfekten Rare-Produktion zum letzten Bond-Film eines Besseren belehrt. Kein anderer 3D-Shooter bietet derart ausgetüftete Levels und hervorragende Grafiken. Und das stimmt zu diesem Zeitpunkt. Das ist echt wahr. Das Spiel war fantastisch. Ich hab's geliebt. 88%. Ich hätte tatsächlich damit gerechnet, dass die N-Zone eine höhere Wertung vergibt. Also ich hätte wirklich damit gerechnet, dass wir hier was über 90% bekommen. Testet eigentlich noch irgendjemand anderes in der Endzone außer Hans Ippisch? Kein Zweifel, GoldenEye 007 ist das 3D-Action-Spiel des Jahres, das Turok, Shadows of the Empire und Co. alt aussehen lässt. Die insgesamt 18 superb designten Levels sind spielerisch enorm abwechslungsreich und begeistern mit einer hervorragenden Optik, die ohne den berüchtigten Nebeleffekt auskommt. Shoot-em-up-Fans müssen sich im November eine PAL-Version aus England besorgen. Shoot-em-up-Fans? Das ist doch kein Shoot-em-up. Das ist ein Ego-Shooter. Kein Shoot'em-up. Ein Shoot'em-up, da spielst du Raumschiffe und ballerst rum. Er erwähnt in seiner Meinung überhaupt nicht den Mehrspieler-Modus. Was schreiben die denn hier oben? Multiplayer-Mode inklusive, weil gerade der war toll. Mann, haben wir das oft früher gespielt? Im Vier-Spieler-Modus und dann immer schön Golden Gun-Mode. Langsam aber sicher kommt kein ernstzunehmendes N64-Spiel mehr ohne einen Mehr-Spieler-Modus aus. Neben dem ultraflüssigen Zwei-Spieler-Duell gibt es hier sogar ein technisch kaum weniger gut gelungenes Vier-Spieler-Shootout, das man sogar in 11 verschiedenen Szenarien, Tempel, Complex, Caves, Library, Basement, Stack, Facility, Bunker, Archives, Caverns unter anderem austragen kann. Hat man das Spiel einmal mit einem der 8 Charaktere beendet, kommen freundlicherweise weitere Bösewichte und Darsteller aus der Bond-Reihe hinzu. Darunter namhafte Charaktere wie Mayday, Jaws, Oddjob, Baron Samedi oder die Moonraker-Soldaten. Da man sogar in einem Panzer herumfahren kann, steigert die Begeisterung für dieses Spiel beinahe ins Unermessliche und zeugt von der Detailbesessenheit der Entwickler. Selbst jeder einzelne Schuss hinterlässt dauerhafte Spuren oder zerfetzt einen Notizblock. Übrigens, je nachdem, wie schnell man wie viele Level gelöst hat, erweitern sich die Secret-Optionen. Im Donkey Kong-Mode wird man beispielsweise Charaktere mit großen Köpfen und langen Armen rumlaufen sehen. Der etwas geringe Umfang wird dadurch mehr als ausgeglichen. Ja, war das wirklich geringer Umfang? Boah, ich weiß nicht. Also in meiner Erinnerung habe ich das Spiel hunderte von Stunden gespielt. Tetris 4. Ah, das ist dieses Tetris auf der Kugel. Sehr schwer. Obwohl das Spielprinzip von Tetris 4 eher Ähnlichkeiten zu Columns als zu Tetris aufweist, besitzt es dennoch einen enormen Suchtfaktor. Columns ist ein... War doch die Tetris-Antwort von Sega, nachdem sie ihr Tetris nicht lizenziert bekommen haben. Genau, ich sehe das nämlich auch so. Das Spiel hatte doch viele Stages und war gar nicht gering bei GoldenEye. Ich bin nämlich auch der Meinung, dass es eigentlich sehr umfangreich war. Die Stages waren auch nicht kurz und man musste ja auch voll viel machen. Außerdem gab es ja total viele Ziele, die man dort drin abschließen konnte. Solche Sachen mit den Riesenköpfen fand ich eher blöd. Das war auch nicht so ganz meins. Aber ich bin ja sowieso nicht für sowas. Halt so diese kosmetischen Sachen, ja, das guckst du ja mal an, dann machst du da so einen Kopffüßler raus oder so und dann stelle ich es wieder richtig, damit es besser wird. So, bei Columns waren wir. Die unterschiedlichen Levels und Game Modes unterscheiden sich spieltechnisch gesehen nur geringfügig voneinander, was den Spaß an dieser dreidimensionalen Steinerei aber kaum mindert. Ja, da sind wir schon bei den Leserbriefen. Das heißt, wir haben die Endzone schon fast wieder durch. Vielleicht kommen schon wieder gefühlt 30 Seiten Tipps und Tricks. Im Spiellexikon der letzten, übrigens wie immer sehr guten Endzone, stellte ich fest,
dass man manche Spiele in Übersichtslisten neuerdings mit anderer Farbe gedruckt werden. Was bedeutet das? Um euch die Mühe zu ersparen, jeden Monat die Neuerungen und Änderungen mühsam herauszusuchen, drucken wir in den Übersichtslisten die Titel mit einer anderen Farbe, bei denen sich etwas geändert hat. Aha. Was bedeuten die Begriffe? Okay, Release, Quartal und TBA. Ja gut, in den 90ern musste man das vielleicht noch ein bisschen erklären. Mehr NES. Ich habe bisher jede Endzone gelesen und werde das Heft auch bald abonnieren. Auf jeden Fall übertrifft euer Magazin die anderen Hefte weitaus. Die Berichte sind einfach besser als in anderen Heften. Auch der Preis ist spitze. Ich finde es auch gut, wenn ihr wenigstens auf einer halben Seite etwas über das NES bringen würdet, da ich mir sicher bin, dass es auch noch Leser gibt, die ein solches Gerät haben. Ich habe übrigens alle deutschen Konsolen von Nintendo. Sicher, auf unserem Titel steht das Magazin für alle Nintendo-Systeme. Doch damit meinen wir natürlich Geräte, die hier in Deutschland eine Rolle spielen. Da es für das NES schon seit Jahren keine Neuerscheinungen mehr gab, gibt es auch nichts, worüber wir berichten könnten. Das gleiche gilt für den Virtual Boy, der übrigens nie offiziell in Deutschland erschienen ist. Nachdem auch die Anzahl an Neuveröffentlichungen für das Super NES ständig sinkt, ist es außerdem fraglich, ob wir die halbe Seite Super NES News 1998 beibehalten können. Weil ich weiß nicht, ob nicht sogar vielleicht nochmal ein Super NES Test kommt. Ich bin mir irgendwie ziemlich sicher, dass diese ganz, ganz miesen Spiele von Titus noch alle getestet werden müssten. Oder ich habe die zur selben Zeit dann in der Videogames gesehen, diese Tests. Das kann natürlich auch sein, dass man das schon komplett hier außer Acht gelassen hat. Aber dazu kommen wir vielleicht noch in späteren Ausgaben. Sonderaktion. Ich lese eure Zeitschrift seit der ersten Ausgabe. Nun ja, zugegeben, so viele Ausgaben gibt es bisher ja noch nicht. Und ich finde die Endzone einfach klasse, besonders auch den Preis. Wünschenswert wäre vielleicht noch ein Video, wie das diverse andere Zeitschriften bieten, wobei der Heftpreis natürlich auch steigen könnte. Vielleicht könnt ihr doch eine Ausgabe mit und eine ohne Video rausbringen, wie das manche PC-Zeitschriften tun, mit oder ohne CD. Ein Video ist viel zu teuer, fünfmal so teuer wie eine CD. Es lässt sich nicht sinnvoll füllen, es bringt wenig Informationen und wird von der Leserschaft nicht akzeptiert, wie unsere Mitbewerber feststellen mussten. Wir investieren unsere Mühe lieber in jede Zeile des Heftes. Das ist wichtiger und wird von den Lesern belohnt. Wenn wir Sonderaktionen machen, dann nur etwas, was auch wirklich ein Plus an Informationen bringt. Ich meine, gut, ich mochte sowas früher auch ganz gern, wenn da irgendwie so ein Video dabei war, damit man sich immer so Spieldemos und sowas reinziehen konnte und dann Trailer zu den Spielen gesehen hat. Aber das Konzept gibt denen ja recht. Ich meine, die Endzone gibt es immerhin noch bis heute. Wird es außer von Wave Race 64 und Mario 64 noch andere Rumble Pack unterstützende Neuauflagen geben und werden die wohl auch in Deutschland erscheinen? Nein. Also zumindest nicht in Deutschland erscheinen. Es gibt eine Shindo-Version von Mario Kart 64, ob die aber jemals erscheint, ist fraglich. In Deutschland wird wohl nichts veröffentlicht. Nee, leider nicht. Leider nicht. Ist noch irgendwas Interessantes in den Leserbriefen? Ihr eventuell wisst, gibt es bei AOL das Videospielforum. Ach, AOL. Ach, ey, die Beginne des Internets. Das ist ja auch immer sowas, AOL. Ich kann mich noch erinnern, früher mit so einer AOL-CD noch schön mit einem Modem eingeloggt, wo du nur ungefähr eine halbe Stunde dir diese Modem-Geräusche anhören musstest, bevor es überhaupt losging. Und dann dauerte es auch ungefähr eine halbe Stunde, bis eine Seite sich aufgebaut hat. Jeden Montag ist dort eine Konferenz. Anfang Juni waren dort zwei Redakteure anderer Videospielzeitschriften zu Gast. Hätte von euch denn keiner mal Lust, eine Stunde dort vorbeizuschauen? Da wir keinen AOL-Zugang haben, ist dies leider nicht möglich. Häufig sind wir jedoch im deutschen Videospieleforum von CompuServe anzutreffen. Mhm. Wieso bringt ihr immer Komplettlösungen zu Spielen, die es noch nicht zu kaufen gibt? Ha. Gibt es in Deutschland oder Österreich die englische bzw. deutsche Uncut-Version von Turok Dinosaur Hunter zu kaufen? Nicht offiziell. Wir persönlich raten auch vom Kauf dieser Version ab, da sonst das Risiko besteht, dass das ganze Spiel initiiert wird, wenn ein Jugendamt diese Variante beim Importhändler findet. Außerdem, diese Versionen haben nicht die tolle deutschen Texte und machen auch nicht mehr Spaß. Boah, ich weiß nicht. Da auf Roboter schießen und... Das ist ja auch nicht im Sinne des Entwicklers gewesen. Naja, gut. Cheatcodes. Ach, guck mal hier. Hier sind so Goldeneye-Sachen. Was haben wir denn hier? Zeitsheets. Du musst den ersten Level in Secret Agent Schwierigkeitsgraden unter 2 Minuten 40 schaffen. Ja, aber es sind doch keine Cheats. Das sind ja Belohnungen, die man dafür kriegt, wenn man gewisse Dinge erledigt hat. Hm. Okay. Ah, World of Games ist auch wieder am Start. Und der Theo Kranz-Versand.
Bei denen kostet Blaskorps 119 Euro. Ja, da würde ich es doch lieber in dem anderen Versand vorher nehmen, wo es umsonst war. Angebot des Monats, International Superstar Soccer 64 für 139 Euro. Wow, das ist aber mal ein Schnäppchen. 139 Mark, entschuldigt. Das ist aber mal ein Schnapp. Herkules? Was ist das für ein Gameboy da unten? Es gab ein WWF Superstars 3 für den Gameboy? Ich kenne nur WWF Superstars 1 und 2 und dann gab es noch King of the Ring für den Gameboy, aber doch nicht WWF Superstars 3. Das muss ich jetzt kurz mal suchen. Ob es das gab? Diese WWF-Spiele auf dem Gameboy, die waren ja jetzt auch nicht gerade das Goldene vom Ei, aber ich habe die trotzdem sehr, sehr häufig gespielt. WWF Superstars 3. So, gucken wir mal. Nein, gab's nicht. Gab es nicht. Es gab nur WWF Superstars und WWF Superstars 2. WWF Superstars 2 war cooler, es hatte den Undertaker. Cheatcodes zu Shadows of the Empire, der Turbo-Modus, Mirror-Modus bei Wave Race 64. Sind doch eher Tipps. Ja, ich meine, gut, es steht hier Tipps und Tricks drüber, aber auch Cheats und Codes, weil, also Cheats sind das eigentlich alles nicht. Sind alles so Dinge, die man kriegt, wenn man irgendwas erledigt hat im Spiel. Völlig umsonst, als Dankeschön für ein Endzone-Abo, die ultimative 256K Memory Card in einer von 6 Überraschungsfarben. Wuhu! Game Express präsentiert. Ein Game Express hatten wir früher in Lünen, wo ich groß geworden bin, auch. Muss ich hier erstmal schon wieder schauen. Ich habe euch weggemacht. Wir sehen den Chat nicht mehr. So, jetzt sehe ich euch wieder. Tamagotchi-Klone ab 29 Mark. War ein reines Tamagotchi denn wesentlich teurer als 29 Mark? Tamagotchi, ja. Ich hatte tatsächlich auch eins. Es hatte so eine grün durchsichtige Hülle. Auch verrückt, ne? Tamagotchi-Zeug. Irgendwann hatte ich keinen Bock mehr drauf und hat meine Mutter sich drum gekümmert. Ja, Komplettlösung für Lilith Wars. Diesmal hat man auch wieder Bilder, die auch nur aus den Spielen sind, tatsächlich. Hier unten das bei Lilith Wars, Boss Andros, sieht aus wie Mother Brain. Ein bisschen aus wie Mother Brain aus Metroid. Und jetzt noch was zu Blast Corps. Lilith Wars, ja. Da war der Test in der letzten Woche. Blast Corps gab es so ein Pac-Man-artiges Level, daran kann ich mich auch gar nicht mehr erinnern. Der Pac-Truck. Bonus-Level, aha. Also mit Tipps und Tricks und Komplettlösungen hat man wirklich einen großen Teil dieser Hefte immer erledigt. Hexen N64, alle Karten. Spiel das mal, Lilith Wars. Ja, du weißt ja, ich bin nicht so der große Star Fox-Fan. Aber ich kann es gerne natürlich mal machen. Star Fox, ich habe ja tatsächlich nur das Star Wing auf dem Super Nintendo gespielt und dann mal Jahre später bei uns auf dem Kanal Star Fox Zero mit dem Jörn im Örntag durchgespielt. Das hat auch Spaß gemacht. Zu zweit fand ich es auch ganz witzig, auch wenn das natürlich grafisch nicht gerade das Gelbe von Ei war. Mein Gott, ey. Also diesmal haben sie hier aber wirklich alles vollgeballert mit Tipps und Tricks. Das ist wirklich viel. 62 Seiten schon. Also ich meine, die letzten Endzones hatten sogar nur 48 Seiten, oder? Bin mir gerade nicht mehr sicher, aber da waren noch nicht so viele Tipps und Tricks drin. Jetzt haben wir hier wieder Kleinanzeigen. Beim letzten Mal bin ich ja ganz schnell danach durchgegangen und wegen der Telefonnummern und Co. da drin. Aber andererseits ist das ja eine öffentliche, also ist ja eine Veröffentlichung von der Endzone, die das, ich mach mal erstmal wieder weg, die das weitergegeben haben. Und jeder, der sich das Heft gekauft hat, sieht ja diese alten Kleinanzeigen. Also was sollte eigentlich dagegen sprechen, sie jetzt hier zu zeigen, oder? Ja, ich kann die Dialoge davon auch mitsprechen. Do a barrel roll. Gab es da noch mehr? Guck mal in die Kleinanzeigen nochmal rein. Aber das ist immer nur verkaufe, verkaufe, verkaufe. Da ist nichts Schweinisches oder Witziges mit dabei. Ne. Irgendwie sowas wie gut erhaltenes Rumble Pack. Hat nur 6-mal vibriert. Die
gibt's da nicht. Was haben wir denn beim nächsten Mal? Okay, in der nächsten Ausgabe Extreme G. Schnallt euch an und bereitet euch auf das heißeste Rennspektakel seit F-Zero vor. Seit 2 Monaten besetzt Acclaims Extreme G bereits die Spitze unserer Most Wanted Charts, die von niemand Geringerem als unseren Lesern zusammengestellt werden. Ob die Programmierer-Genies von Probe mit diesem futuristischen Rennspiel-Knaller die definitive 64-Bit-Antwort auf Sonys Wipeout geben können, verraten wir im Riesentest der nächsten Ausgabe. Bomberman 64 ist das nächste Mal da. Was wäre eine Nintendo-Konsole ohne ein Bomberman-Spiel? Das dachten sich wohl auch die Verantwortlichen von Nintendo of Europe, die ein Einsehen haben und das in Japan als Baku-Bomberman bekannte Hudson am 1. Dezember hierzulande veröffentlichen wollen. Macht das Spiel wie gehabt auch diesmal nur im Mehrspieler-Modus Fun oder schafft es Hudson erstmals auch die Singleplayer-Variante Spielspaß einzuhauen? Ich glaube tatsächlich, dass der Singleplayer von Bomberman 64 ganz gut war und dass er damals ganz gute Kritiken hatte. Weitere Themen der nächsten Ausgabe. Test für Diddy Kong Racing. NFL Quarterback 98. Import-Test zu J-League Dynamite Soccer. Und neue Cheats und Codes zu allen Hits. So, was haben wir denn hier? Wen haben wir hier? Den Thorsten Knapp. Der ist 30 Jahre alt. Wow. Also das Foto, jetzt mal ernsthaft, der ist 30 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Es ist 1997. Der sieht so aus, als ob er in den 50ern 30 geworden wäre. Und da das Bild auch entstanden ist. Oder er hat irgendwie ein altes Foto seines Opas da reingepackt. Also ein 30-Jähriger 1997 mit einem Schwarz-Weiß-Bild. Also der sieht wesentlich älter aus. Mit 30 sah ich ein gutes Stück jünger aus, muss ich sagen. Thorsten Knapp ist Marketingassistent bei Ubisoft und verantwortlich für Titel wie F1 Pole Position oder Tonic Trouble. Was spielen sie im Augenblick? F1 Pole Position 64 und Wave Race 64. Ich hätte es ja witzig gefunden, wenn er gesagt hätte F1 Pole Position 64 und Tonic Trouble. Was gefällt Ihnen an diesen Spielen? F1 Pole Position ist ein turboschnelles Spiel mit ausgezeichnetem Gameplay. Unterstrichen wird das Ganze durch eine starke 3D-Grafik und die offizielle FIA-Lizenz, die Originalfahrer und 16 Originalrennstrecken garantiert. Wave Race 64 hat fantastische Bewegungsabläufe. Ich würde mich mal drüber freuen, wenn irgendeiner von den Heinos da nicht ein Spiel aufführt, das von seiner Firma ist. Bisher war das immer so. Die spielen dann immer die Spiele, die auch von denen hergestellt wurden oder die sie bewerben müssen. Das ist so heuchlerisch. Welche 3 Nintendo-Spiele sind Ihre All-Time-Favoriten und weshalb? Mario Kart 64 ist der Klassiker. Ein rasantes Rennspiel mit perfekter 3D-Qualität. Das ist vor einem halben Jahr rausgekommen. Der Klassiker. International Superstar Soccer 64 ist ein ausgesprochen gelungenes Fußballspiel, das tierisch Spaß macht. Und Wave Race 64 hat irgendwie Schwung. Das sind seine 3 Nintendo All-Time-Favoriten. Die sind alle vom N64. Du siehst immer noch jünger aus. Oh, das, Dankeschön. Danke, danke, danke. Aber jetzt mal ernsthaft, das sind doch keine All-Time-Favoriten. Es gab das NES, es gab das Super NES und jetzt gibt es das N64. Das N64 ist in Deutschland jetzt, wir haben jetzt hier noch September und das ist jetzt seit 6 Monaten draußen, noch nicht 5 Monaten. Seit 5 Monaten ist das N64 draußen. Und dann sind da Mario Kart 64, International Superstar 64 und Wave Race 64 seine All-Time-Favoriten? Was gefällt ihm am N64 am besten? Meine All-Time-Favoriten vielleicht. Jedes Mal, wenn ich auf dem N64 spiele, versuche ich stets erfolglos in den Fernseher zu kriechen. Wow. Boah, der Thorsten Kapp wohl aber ganz schön witzig sein, ja. Welche 64-Bit-Neuauflage wünschen Sie sich am meisten? F-Zero ist ein futuristischer Hammer mit starker Pseudo-3D-Qualität. Dieses Spiel vermittelt einen echten Geschwindigkeitsrausch. Meiner Meinung nach ist es ein Meilenstein in diesem Genre und einfach Kult. Mit welchem Video- und Automaten-Game begann Ihre Leidenschaft für Videospiele? Ja, so wie er sich gerade geäußert hat, würde ich sagen mit Mario Kart 64. Da gab es doch mal ein Tennisspiel in den 70ern. Eine große Linie und 2 lächerlich kleine Balken, die ein kleines Quadrat hin und her schlugen. Pong, mein lieber Herr, Pong. Welches Spielgenre bevorzugen Sie generell und warum? Autorennen, weil ich einfach auf hohe Geschwindigkeiten stehe. Jump'n'Runs, weil mich Rayman überzeugt hat. Er ist echt ein Marketing-Heino. Welches Multiplayer-Game favorisieren Sie und warum? Tonic Trouble, das nächste Ubisoft-Produkt, wird ein echter Knaller werden. Mit Multiplayer im Action-Teil. Es kommt im Frühjahr 98. Was möchten Sie unseren Lesern mitteilen? Wenn ich einen Trick rausgefunden habe, wie ich problemlos in den Fernseher kriechen kann, gebe ich Bescheid. Okay,
gehe mir schnell zu den Tipps und Tricks-Karten hier über. Nehmen wir die auch von vorne, ja. Okay, die sind auch von vorne dabei. Vom Blaskorps finde ich ganz nett. Das ist viel Krachbumm drauf. Ja, das war die Endzone. Die 5. Ausgabe. 10,97. Und das heißt, der Endzone-Teil für heute ist vorbei. Knapp eine Stunde. Tonic Trouble hatte übrigens keinen Multiplayer. Ja, das ist ja noch schlimmer, wenn er sowas dann erzählt hat. Also was, aber auch was er dazu gesagt hat, jetzt mal ernsthaft. Tonic Trouble, das nächste Ubisoft-Produkt, wird ein echter Knaller werden. Mit Multiplayer im Action-Teil. Was ist denn der Action-Teil? Also das ist wirklich eine ziemliche Laberei hier. Ja, gut. Das war's dann heute mit der Endzone. Ich hoffe, ihr bleibt noch dran, denn hier geht's noch weiter. Das hoffe ich nämlich auch noch, weil es meine PlayStation nicht gerade abgeschmiert ist. Ne, ist sie nicht. Okay. Hier geht's nämlich weiter jetzt mit WWE 2K22 und dem Monday Night Rock. Dazu muss ich einmal erstmal die Stream-Beschreibung ändern. Das habe ich jetzt getan. Und kann schon mal hier bei mir ins Spiel gehen. Und in der Zwischenzeit könnt ihr euch ja schon mal das Intro anschauen. Für alle, die keinen Bock mehr haben jetzt zu Monday Night Rock, ich hoffe, das sind nicht viele, die keinen Bock haben. Ich hoffe, ihr habt alle Bock drauf, denn jetzt ist Wrestling-Action angesagt mit Mr. Rock, dem North American NXT Champion. Und allen anderen sage ich jetzt natürlich Tschüss und euch allen, die bleiben, viel Spaß jetzt mit Monday Night Rock.